Cambio, der Wechsel der Perspektive, der Wechsel des Zufalls, was man für ein Museum gerade geschenkt erhalten hat. Und es gibt eine sehr schöne Arbeit von Karina Bühler, die Cambio hieß, Wechsel. Und mit ihrer Hilfe durfte ich dann diesen Ausstellungstitel gleich übernehmen. Ja, es gibt immer wieder großartige Donationen. Sammlerinnen und Sammler, die sehr spezifisch an ganz bestimmten Künstlern fördern, zum Beispiel eben Dr. Heiner E. Schmid, der uns zu dieser großartigen Werkgruppe von Per Kerkeby, einem der berühmtesten Maler und Plastiker weltweit überhaupt, gegeben hat, was natürlich ein neuer Schwerpunkt der Museumssammlung ist. Und dann Schenkungen von Kunstschaffenden, wie eben von Mädel Fuchs und von Marisa Fuchs, die jetzt nach einem Umzug gedacht haben, dass sie doch signifikante Arbeiten ihres Schaffens dem Kunstmuseum schenken wollen. Dieses Werk Lotus und Nachtkerze habe ich vor 20 Jahren gemacht. Das hab ich dem Museum geschenkt. Das hat mit meinem Alter zu tun. Ich wollte das irgendwie abrunden, meine Arbeit abrunden, und ich wollte denen ein gutes Zuhause geben. Das Werk hatte den Titel Sigvaris. Das war 1999 ein Auftrag von der Firma Sigvaris. Die machen Stützstrümpfe, also auch medizinische, therapeutische Stützstrümpfe. Also ich habe dieses Werk aus Dankbarkeit dem Kunstmuseum St. Gallen geschenkt, weil Roland Wespe in meinem Atelier diese verrückte Arbeit gesehen hat. Und ich konnte es jetzt realisieren. Und ich habe selbst, war es jetzt eben 21 Jahre im Kopf, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass das noch zu meinen Lebzeiten realisiert werden kann. Kunstmuseum St. Gallen, Dankeschön.